Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Lotus-Folge. Heute mal wieder mit Virtual Reality unterwegs und ich dachte mir mal, komm, wir bündeln das heute das Ganze mal, denn wir schauen uns heute die Strecke Lessingen an. Die kommt von Linie 400 und ein Repaint, welches wieder mal erschienen ist für den R22B. Und zwar sieht das Ganze so aus. Ja, wir hatten in der letzten Folge ja schon mal, oder in den letzten Folgen, irgendwann mal drüber gesprochen gehabt. Da kam ja dieses Repaint schon mal und da stand ja in der Mitte View-Shot drauf. Und dieses Repaint ist aktuell nicht mehr auffindbar bei Steam. Ich denke mal, da wird es wahrscheinlich rechtliche Schritte gehabt haben, dass es dementsprechend halt entfernt werden musste, das Ganze. Jetzt ist es aber neu erschienen hier, allerdings mit einem anderen Schriftzug, wie wir das unschwer lesen können. Und ja, nochmal eine kurze Stellungnahme auch von meiner Seite nochmal, weil ich ja halt die Kommentare natürlich von euch da gelesen habe, kam das Ganze ja nicht ganz so gut an und ich wurde tatsächlich auch gefragt, warum ich das Ganze denn überhaupt zeige. Das ist ganz normal. Ich versuche natürlich, ja, schon diese Schritte halt mal zu präsentieren, auch mal, dass Leute sich zum Beispiel so über das eine oder andere eventuell beschweren und ich habe in diesem Video ja nicht gesagt, dass das alles schlecht ist, was View App hier zum Beispiel präsentiert. Ja, also das möchte ich ja hier nochmal festhalten, sondern man kann natürlich ein bisschen an der Performance trotzdem arbeiten, auch wenn das immer heißt, ja, die Performance kommt zum Schluss. Ja, ich weiß, die Performance kommt zum Schluss. Ich selbst habe auch mal Sachen entwickelt. Von daher weiß ich die ganze Prozedur natürlich, wie das stattfindet. Aber es gab wohl noch andere rechtliche Hintergründe, warum dieses alte Repaint praktisch entstanden ist oder auch erschienen ist. Und jetzt mit dem natürlich, dass sie das alte jetzt entfernen mussten, gehe ich mal stark davon aus, ist jetzt halt dieses entstanden und hier kann man natürlich jetzt erstmal soweit nichts dran machen, denn es ist wohl vorgesehen, dass man die Straßenbahn selbst nicht großartig modden kann, ja, den R22B, und mit diesem Repaint möchte man halt einfach zeigen, dass es doch möglich ist, dass man sie komplett repainten kann. Wie gesagt, von Seiten von View App ist es wahrscheinlich jetzt absolut überhaupt nicht gewünscht. Lassen wir uns mal überraschen, was ob das Repaint jetzt ein bisschen länger im Steam Store bleibt oder nicht. Ja, wie gesagt, ihr seht es auch, das Ganze jetzt mit VR. Und ja, von daher schauen wir uns heute mal die Map Lessingen an. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Ja. So, dann so, wollte gerade sagen, wie war das jetzt? Jetzt muss ich mal ganz kurz mal linsen auf meinen schlauen Zettel. 5180 und 1234. Machen wir jetzt einfach mal pro forma. So, weil das Ganze wird ja eh nicht so wirklich unterstützt hier. Ja, können wir das Ganze so lassen. Und dann passt das Ganze. Und ja. Richtungswende vorwärts. Los geht's. Oh, schon lange nicht mehr mit VR gespielt hier. Wahnsinn. Es ist immer eine Kunst, auch VR aufzunehmen. Muss ich dazu sagen, es ist ein bisschen anders, das Ganze halt aufzunehmen, weil ich halt nochmal 20 Programme extra im Hintergrund aufhaben muss, damit das Ganze halt dementsprechend auch funktioniert. Ja, damit ich das Ganze halt auch wirklich aufnehmen kann. Ja, Lessingen ist eine Karte, wie gesagt, von Linie 400, ist eine Multiplayer-Karte. Also, falls ihr eine neue Multiplayer-Karte mal testen wollt oder sowas, ihr könnt euch die Karte anschauen. Die ist auch schon bereits im Steam erhältlich. Deswegen dachte ich, ja, können wir es uns ja mal angucken. So. Ja, jetzt haben wir natürlich hier, es gibt keine FIS-Datei oder sowas. Aber das ist schon cool, ja. Ah, mein Gott, das wird großartig. Ich habe das ja auch letztes Mal zuletzt ja getestet gehabt, wo wir das Ganze ja dementsprechend uns ja anschauen in Multiplayer. Aber jedes Mal ist es dann halt so, ja, dass ich dann immer so denke, so, oh, viel zu selten, ja. Da hast du so eine
teure Technik zu Hause, nutzt du sie nicht. So, hier fällt mir schon mal auf, dass das Gleis absolut so nicht liegen darf. Ja, das, das überlebt keine Tram. Ich hoffe, ihr habt noch einen Ton, ja? Ich hoffe einfach mal, dass ihr einen Ton habt. Oh Gott, wie liegen jetzt hier die Weichen? Naja, die liegen richtig. Also hoffe ich. So, hier haben wir schon mal leichte Polygonfehler. Ihr haut es mit der Priorität nicht so ganz hin. Hoffe ich mal, dass es jetzt kein VR-Fehler ist oder sowas. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Kommen wir überhaupt nicht hoch hier. Schwimmen die Fahrzeuge noch so ein bisschen in der Luft. Schieb dich hoch. Was ist da hinten? Was sieht ja aus? Ist das? Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob an der Karte weitergearbeitet wird. Oder ob es schon final ist. Türen gehen auf. Wundervoll. Also, ich meine, ich spiele jetzt ja nun OMSI viel und spiele das Ganze ja da jetzt mit Track AR, aber VR ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis, ja. Also, Wahnsinn. Weichen sahen auch nicht gut aus. Witzig ist, vorne war ein Weichensymbol und hier fehlt's. Das ist ein bisschen schade. Steht hier, bitte Aushangfahrpläne beachten. Ja, das ist ein bisschen unscharf tatsächlich mit der VR-Brille. Also nicht wundern, ja, dass ich jetzt hier ein bisschen schwer lesen kann aktuell. Also zum Beispiel das Display, da kann ich kaum was lesen. Ich sehe bloß irgendwie so Umrisse, da steht irgendwie kein Standort gestartet, geladen oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch jetzt rüberkommt, wenn ihr das jetzt seht. Aber naja. Jetzt könnt ihr natürlich näher rangehen, selbstverständlich. Dann wird es natürlich klar, ja, aber dann würde ich gegen das Mikrofon stoßen. Aber das ist natürlich auch nichts in der Sache. Ist da, wie mich dieser Baustil so ein bisschen erinnert? Könnt ihr euch noch an den Microsoft Train Simulator erinnern, wenn ich mir so die Bäume hier angucke? Ja? So ein bisschen, ne?
Ach, wir sind schon wieder am Ende. Ah, okay. Ja, das war die Karte Lessingen. Was soll ich jetzt dazu groß sagen? Also für eine Linie, die wir hier haben, gibt es hier einen ganzen Betriebshof, der glaube ich noch nicht mal angebunden ist an der ganzen Chose hier. Gibt insgesamt eine Straßenbahnstrecke, die von Grün nach Grün fährt. In der Mitte zwei, drei Dörfchen. Ich kann mir nicht vorstellen, ob sich das hier rentiert für eine Straßenbahngesellschaft. Ich glaube, da fährst du mit Bus ein bisschen günstiger. So. So sollte das Ganze jetzt nicht laufen. So. Okay. Jetzt können wir in die Schleife fahren. Da ging es ja noch mal geradeaus weiter. Denk mal, wir werden da jetzt noch mal schnell lang fahren und werden mal gucken, was da so ist. Wenn wir jetzt mal ein bisschen durchspeeden hier. Wollen uns natürlich ja alles anschauen von der Karte Lessingen. Ja, wie gesagt, hier, also der Baumspline, den wir hier haben. Ja, Microsoft Train Simulator. Bisschen in Schwung hier, der Kollege. Muss aber ein bisschen arbeiten. So, da ist es. Da wollen wir lang. Aber bitte geradeaus. Geradeaus! Jetzt rückwärts hochschieben. Auch schön. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht hier. Mal gucken. So. Nee, wir können sie gar nicht stellen. Schade. Nee. Können wir gar nicht stellen. Naja, gut. Dann soll es so sein. Eine kleine Karte für den Multiplayer-Modus. Wie gesagt, die könnt ihr natürlich mit Freunden zusammenspielen. Wenn ihr natürlich Lotus besitzt, halt selbstverständlich. Ja. Gibt jetzt hier nichts groß zu sagen, muss ich dazu sagen. Wir werden jetzt hier an der Haltestelle denn unseren Stopp einlegen und dann unseren Zug abstellen. Ja, es gibt auch wohl eine neue Straßenbahn, die auf den Namen Combino hört. Ich selbst habe sie schon da. Ich könnte sie euch zeigen. Allerdings bin ich der Meinung, sie ist noch nicht in so einem ganz feinen Stadium, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich präsentiere euch wirklich, wenn das Ganze erstmal soweit fertig ist. Also wundert euch da nicht, oder auch an Linieninfo, ne, dass er sich da jetzt nicht wundert, dass ich das Ganze jetzt dementsprechend noch nicht gezeigt habe. Und ja, mit Männekicken im Zug, so sieht das Ganze aus. Also, das war die Karte Lessingen, das ist das Repaint, das neue jetzt für die R22B, könnt ihr euch natürlich runterladen. Ist alles kostenlos, wie gesagt, alles jetzt auch schon vorhanden im Steam Workshop. Und ja, meine Wenigkeit hat damit Dienstende. Ich verabschiede mich hier. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, das hat jetzt nicht zu doll geruckelt und ihr hattet einen Ton und alles sowas, ne? Also das wäre natürlich jetzt himmlisch. Also,
damit verabschiede ich mich. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ciao, tschüss. Und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss.